herzlich willkommen zu einem weiteren Was ich an einem Tag esse Video. Ich habe nicht vergessen, heute Morgen auf die Waage zu gehen, aber meine Waage, die Batterien sind leer. Jetzt muss ich irgendwie unverpackte Batterien auftreiben. Aber das sollte klappen, es hat schon mal geklappt. Also, es gibt zum Frühstück erstmal eine Gurke, also eine halbe. Und da weicht schon wieder Haferflocken mit Sonnenblumenkerne, mit Stevia, Paranuss, Chia und so weiter ein, was ich nachher mit einer Banane mische und wahrscheinlich auch mit einer Orange. Aber das zeige ich euch später. Und das ist Frühstück Nummer 2. Wie gesagt, eine Banane mit drin und eine Orange, also eine halbe. Und das war mein Frühstück. Ich war joggen und habe jetzt Lust auf einen Snack und deswegen gibt es eine Banane. Und 6 Paranüsse. Es ist Mittagszeit und ich koche. Hier drin sind rote Linsen und Hirse. Und hier drin Zucchini, Porree und Algen und Gewürze. Und es kommt nachher noch eine halbe Paprika rein. Roh. Ja. Und ich zeige euch auch dieses Mal wieder, wie es fertig aussieht. Und da ist Mittagessen. Linsen- und Hirsenmatsch mit viel leckerem Gemüse. Danach gibt es eine Banane, glaube ich. Banane. Es ist Abendessenzeit und ich war wieder Pole-Dancen und ich war danach noch Bier trinken. Also da sind jetzt 0,8 Liter Bier mit in meiner Tagesaufstellung. Ich koche jetzt und zwar einen Eintopf. Da ist Hirse und Linsen drin, Zucchini, Lauch. Und sowas, auch eine Möhre und Gewürze und ich esse vorher noch eine rohe Paprika. Und das zeige ich euch, wenn es fertig ist. So, das ist Abendessen und hier sind noch Reste. Ich denke, ich esse das beides komplett und dann mal gucken, ob es noch Dessert gibt. Und eine Banane. Das war's und das war viel. So, wir kommen zur Chronometer-Auswertung und ich bin nicht zufrieden. Heute werdet ihr sehen, was passiert, wenn man zu viele Paranüsse isst und wenn man zu viel Bier trinkt. Wobei, das waren nur 0,8 Liter oder so. Das hat meine Nährstoffbalance noch nicht völlig zerstört. Besonders das Bier nicht. Aber die Paranüsse haben ein Omega-3-zu-6-Fettsäure-Verhältnis katastrophalisiert. Und ich glaube, jetzt habe ich gelernt, dass ich die nicht als Zwischenmahlzeit essen sollte. Trotz Selen. Ich habe auch insgesamt sehr, sehr viel gegessen, was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich auch recht viel Sport gemacht habe. 2572 Kalorien, davon waren 18,6% Fett, 10,2% Eiweiß, 8,5% Alkohol und der Rest Kohlenhydrate. Omega-3 zu 6, das Schrecklichste von allem. Das war hier 2,9 Gramm Omega-3s. Okay, Omega-6 eine Katastrophe, hauptsächlich durch die Paranüsse, wie gesagt. 21 Gramm, das macht ein Verhältnis von 1 zu 10 und das ist nicht gut. Ich habe übrigens noch nie jemanden getroffen, der so wie ich auf das Omega-3-zu-6-Fettsäure-Verhältnis achtet. Irgendwie ist das allen anderen Leuten außer mir egal. Ich verstehe nicht, wieso. Eiweiß. Eiweiß 77,6 Gramm macht mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das Methionin lag bei 1,4 Gramm, auch das reichlich, auch hauptsächlich aus Paranüssen, sagt mir hier der Chronometer. Okay, interessant. Hier muss man wohl nochmal auf den Grund gehen. Die Vitamine. So, B-Vitamine, alle da. Vitamin B12 ist vorhanden, 0,2 Mikrogramm, auch das war im Bier. Folsäure. Da hat mir jetzt hier, ich habe einen neuen Kinderwunscharzt, der hat mich gefragt, ob ich Folsäure nehme. Ich so, nein, ich habe ganz viele Folsäure, ich esse haufenweise Folsäure. Und er so, ja, man soll mindestens 400 Mikrogramm, also wir, nein, oder wir empfehlen 400 Mikrogramm. Ich habe 911 Mikrogramm. Das bedeutet, die empfehlen noch weniger offiziell bei Kinderwunsch, als der Chronometer empfiehlt. Folsäure ist das sinnloseste Vitamin überhaupt zu nehmen, finde ich. Da gibt es echt wichtigere Sachen. Vitamin A.
Reichlich 939% Vitamin C, auch reichlich, zumindest hier entsprechend. Da sollte ich auch, glaube ich, auf 500 Milligramm, aber das habe ich schon mal gesagt, bei Kinderwunsch kommen, bin ich aber trotzdem zufrieden. Vitamin E war auch okay, auch durch Sonnenblumenkerne und Paranüsse. Vitamin K ebenfalls. Mineralstoffe. Eine Flasche Gerolsteiner plus Kölner Leitungswasser macht 1165 Milligramm Calcium, reichlich. Kupfer, reichlich. Eisen, 10 Milligramm mehr als man empfohlen bekommt. Magnesium, reichlich. Mangan, reichlich. Phosphor, reichlich. Kalium, reichlich. Selen, ja. 6 Paranüsse. 1159% des Tagesbedarfs an Selen. Salz habe ich nicht gerechnet. Und Zink war auch in Ordnung. Das heißt, woran ich arbeiten muss, ist keine Paranüsse tagsüber. Es muss wirklich, das reicht. Also hier 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne plus 3 Teelöffel Chia. Das war's an ungesättigten Fetten. Da darf ich nicht drüber gehen. Das sollte ich nicht drüber gehen. Dann das bisschen doch eher mit gesättigtem Fett, weil das kommt sich nicht in die Quere bei den Enzymen, von denen Omega-3 und Omega-6 umgesetzt werden. Ja, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich. Ansonsten sage ich ciao, bis morgen, eure Silke.